Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtefarm.com. Ziemlich beeindruckende Zahlen, würde ich sagen. 170, 171 Videos, 18 Stunden und noch was an reiner Filmzeit, also an reiner Laufzeit. Das reicht schon für ein paar Videoabende oder halt mal einen ganzen Tag Hardcore Wachtelfarm gucken. Und ja, allein die Zahlen für 2019 zeigen, dass der Trend nach oben geht, sowohl was die Anzahl der Videos betrifft, als auch die Videodauer. Und damit das so bleibt, brauche ich natürlich eure Unterstützung. Ja, Unterstützung. Jeder von euch kriegt natürlich mit, oder die meisten von euch, muss ich sagen, kriegen natürlich mit, dass hier auch immer wieder Werbung geschaltet wird in diesen Videos. Das ist natürlich eine Möglichkeit, sich irgendwo zu refinanzieren. Warum sage ich die meisten von euch? Also ein Anteil der Leute, die die Videos schauen, und zwar liegt dieser Anteil bei ungefähr 20%, benutzt Adblocker. Das heißt, also es gibt diese Adblocker, und das heißt aber auch, dass derjenige, der die Videos hochlädt und versucht über Werbung das Ganze ein bisschen gegenzufinanzieren, komplett leer ausgeht. Für jeden, der Adblocker nutzt, diese Adblocker gibt es, die sind nicht gern gesehen, gerade in der Online-Branche sind sie nicht gern gesehen, aber ja, gut, also sie führen dazu, dass derjenige, der Videos macht, Einnahmen einbüßt. Ihr habt dafür im Gegenzug werbefreies Fernsehen. So muss man es mal sagen. Ich habe das mal hochgerechnet, was bei YouTube so im Laufe des Jahres 2019 rumgekommen ist. Wir sprechen immer noch von 35 Videos in 28 Wochen mit 6,5 Stunden Filmdauer. Mit einem Aufwand, ja, pro Video liege ich bei 3 bis 4 Stunden, die ich benötige, um das Video aufzunehmen, das Video nachzubearbeiten und schlussendlich auch hochzuladen, so dass man ja sagen kann, irgendwo bei 120 bis 140 Stunden dürfte der Aufwand gelegen haben in diesem Jahr. Dagegen stehen monatliche durchschnittliche Umsätze bei YouTube in Höhe von 78 Euro. Für nebenher ist das eine schöne Geschichte, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Selbstständiger gibt es kein Nebenher. Ein Selbstständiger darf kein Hobby haben oder kann kein Hobby haben, mit dem er nebenher ein paar Einnahmen hat, weil bei einem Selbstständigen unterstellt wird, dass alles mit Gewinnerzielungsabsicht gemacht wird und demzufolge alle Einnahmen voll angesetzt werden müssen, sowohl für die Sozialabgaben, das heißt Kranken- und Rentenversicherung, als auch für die Steuer. So, wenn man dann auch weiß, dass ein Selbstständiger seine Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge selber bezahlt, dann ist schon mal für beides zusammen ein Drittel weg. Das heißt, 2 Drittel bleiben übrig, davon werden dann noch Steuern bezahlt. Natürlich kann man auch sagen, Ausgaben kann man gegenrechnen, was jetzt Technik betrifft. Ich improvisiere da immer gern so ein bisschen. Ich mache jetzt auch dieses Video hier gerade mit meinem Handy. Aber trotzdem, ja, es sind Sachen, es bleibt schlussendlich beim Selbstständigen auch für nebenher nicht wirklich viel übrig. Jetzt kann man sagen, gibt es auch die Partnerschaft mit dem Wachtelshop? Ja, die gibt es. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich zu Zahlen etwas sagen darf. Das heißt, ich werde keine detaillierten Zahlen sagen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei jedem, der über meinen Gutscheincode im Wachtelshop bestellt, selber von dem 5% Rabatt profitiert. Im Gegenzug, ja, erhalte ich auch eine Provision. Da sage ich einfach mal die Zahl. Den Rabatt, den ihr bekommt, bekomme ich nochmal als Provision. Es ist aber tatsächlich so, dass es für euch nicht teurer wird, sondern es sind die ganz normalen Preise, die ihr habt. Praktisch eine Win-Win-Situation für jeden. Konkrete Zahlen möchte ich jetzt nicht nennen, weil ich kein Gespräch geführt habe mit Michael Volk.
Aber ich sage so viel, die Einnahmen des Wachteshops liegen monatlich im unteren dreistelligen Bereich. Also nicht die Einnahmen des Wachteshops, sondern meine Einnahmen durch den Wachteshop. Auch hier gilt, das sind Erlöse, die ich erziele, nicht einfach mal so nebenbei, wo man sagt, das ist mein Hobby, sondern als Selbstständiger volle Sozialabgaben drauf, also Krankenversicherung und Rentenversicherung und die volle Steuerlast, so dass schlussendlich nicht wirklich viel übrig bleibt. Und wie gesagt, alles, was an Kosten ist, wenn die Technik mal streikt, und das war der Fall, deswegen musste ich mir ein neues Handy zulegen, ja, das geht halt alles noch mit davon ab. Mit der YouTube-Werbung ist es natürlich auch immer so ein Thema. Ganz ehrlich, meine Frau schaut ab und an auch meine Videos, und die drückt die Werbung weg, weil sie sagt, sie ist davon genervt. Ich habe auch Bekannte, wo ich sicher weiß, die schauen die Videos und die sagen mir auch ganz klar, die Werbung ist nervig, das drücken sie weg. Ich habe sie dann mal darauf hingewiesen, was ich für einen Aufwand habe mit den Videos und dass halt diese Werbung eine Möglichkeit ist, das zu refinanzieren. Ja, da wurden sie etwas still, weil sie halt festgestellt haben, dass der Anspruch ist, die Leistung, den Aufwand, den ich betreibe, kostenlos in Anspruch zu nehmen. Die Möglichkeit besteht natürlich für jeden. Sonst hätte ich irgendwo eine Paywall hinterlegt und dann, oder ich würde diese Geschichten über YouTube Premium machen und da müsstet ihr Mitglied sein, um die Videos zu sehen. Das möchte ich aber nicht, weil nicht jeder die Möglichkeit hat, irgendwo unter Zwang zu zahlen. Auch die Bestellungen über den Wachtelshop. Ich weiß natürlich, dass der ein oder andere sagt, nein, Wachteshop, das liegt mir nicht so, ich finde den zu teuer. Irgendjemand hat schon mal negative Erfahrungen damit gemacht, das ist natürlich auch so ein Thema. Oder ganz einfach, das Futter wird bezogen beim örtlichen Futterhändler. Und ja, so dass schlussendlich eine Refinanzierung über den Wachteshop auch schwierig ist. Jetzt gibt es auch immer mal wieder Wünsche von euch, was ich machen sollte. Ein großes Thema wäre, ich soll brüten. Oder der Wunsch ist da, dass ich doch Videos machen könnte zum Thema Brüten, Wachteln züchten, weil ich bin ja nur Halter. Das würde ich auch gern tun. Allerdings ist der Aufwand dann noch um einiges größer. Und das ist immer fraglich, wie das Ganze refinanziert wird. Jetzt ist es so, dass es natürlich möglich wäre, um Spenden zu werben. Ich könnte mein PayPal-Konto hier unten irgendwo einblenden. Ich könnte auch meine Kontonummer dazu schreiben und sagen, Mensch, wenn du was übrig hast, spende doch, wenn dir das jetzt gefallen hat. Aber das ist halt immer so ein bisschen. Es hat so ein kleines, für mich hat so ein kleines Geschmäckle. Also es muss wirklich schon so sein, dass ich extrem überzeugt bin von etwas, das ich dann dafür auch spende. Für Publisher, also ich bin ein Publisher, ich veröffentliche regelmäßig Videos, gibt es eine tolle Möglichkeit, Mitglieder zu bekommen. Mitglieder, die bereit sind, den Publisher regelmäßig zu unterstützen. Und diese Möglichkeit bietet Steady HQ. Ich blende euch jetzt hier für den Rest des Videos meine Steady HQ-Seite ein. Was ist Steady HQ? Steady HQ bietet Publishern von Online-Inhalten die Möglichkeit, Mitglieder zu werben. Mitglieder zu werben nicht, sondern ihr habt die Möglichkeit, Mitglied bei mir zu werden und mich zu unterstützen. Regelmäßig mit Geld finanziell. Steady heißt regelmäßig und von daher passt der Name ganz gut. Das Ganze ist eine deutsche Plattform mit Sitz in Deutschland und bietet halt mir als Publisher die Möglichkeit, euch meine Ziele vorzustellen, die ich habe. Und ja, ich sag mal, euch auch Gegenleistungen
anzubieten für eure regelmäßige Leistung. Und das ist halt das, was man bei Spenden nicht hat. Spenden sind so eine freiwillige Geschichte. Und ja, mit Gegenleistungen fällt das oftmals sehr viel einfacher. Und wer mich kennt und das halt auch verfolgt hat mit den Videos in den letzten Tagen bezüglich meinen Besuchen bei Fabian und Edda, der weiß, dass ich für die eine oder andere verrückte Sache zu haben bin. Und ja, dass ich auch bereit bin, mich für Unterstützung erkenntlich zu zeigen. Bei Steady HQ habe ich zum einen mein Projekt Wachtelfarm vorgestellt. Ihr könnt es euch gern anschauen. Dieser Link wird in Zukunft unter jedem Video stehen. Und ich habe auch ein paar Ziele definiert, die zu erreichen sind. Und das schönste und beste und größte Ziel wäre natürlich, dass ich auch mit eurer Unterstützung an den Punkt komme, dass ich sagen kann, ich werde Vollzeit Wachtelhalter und Wachtelzüchter. Das heißt, die Wachtelfarm Hettstedt wird ein Vollzeitjob, ein Vollzeitprojekt. Und ja, Videoinhalte würden sich dann darum drehen, was es bedeutet, so ein Vollzeit, so eine Wachtelfarm in Vollzeit zu führen. Da hängt ja einiges mit dran. Da geht es um Stallbau, um Genehmigungen, um möglicherweise Lizenzen. Es geht um das Marketing und natürlich die ganzen Geschichten, die nebenher da dranhängen. Das wäre das große Ziel. Aber dafür braucht es halt ein regelmäßiges Einkommen, um dahin zu kommen. Steady HQ bietet die Möglichkeit, Ziele zu definieren, und ich habe mehrere Ziele definiert auf meiner Seite. Das Ziel Nummer 1 ist erreicht bei 250 Euro, die monatlich mit eurer Unterstützung zusammenkommen. Und zwar kann ich mich mit dieser Summe für 2 Tage im Monat frei machen, kann mich ausschließlich in diesen 2 Tagen um die Wachteln kümmern, um neue Videos. Und es ist natürlich mein Wunsch, oder es ist zusätzlich mein Wunsch, Kindergruppen, Kinderklassen oder Schulklassen einzuladen, hier die Wachteln kennenzulernen, die Wachtelhaltung kennenzulernen und auch davon zu berichten, also für die Wachteln zu werben. Ich kann mir auch gut vorstellen, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten, wo jeder die Möglichkeit hat, sich das Ganze mal anzuschauen. Das ist das Ziel Nummer 1. Ziel Nummer 2 wäre erreicht bei 500 Euro im Monat. Dann ist es möglich, eine Zuchtstation aufzubauen. Also nicht nur Wachtelhalter zu sein, sondern Wachtelzucht zu betreiben. Der eine oder andere wird sagen, kauft ihr doch einen Brüter für 100 Euro oder für 200 Euro. Aber es hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Schlussendlich müssen Flächen geschaffen werden. Es muss Platz geschaffen werden. Man braucht schlussendlich auch das Kükenheim. Und das Ganze erfordert Zeit. Und wie gesagt, als Selbstständiger ist es schwierig, diese Zeit aufzubringen. Das nächste Ziel wäre bei 1000 Euro im Monat erreicht. Und das wäre nach der Zuchtstation, die ja sowieso fällig wird, wenn die 500 erreicht sind, der Bau eines neuen Stalles, der etwas größer dimensioniert werden soll, ein komplett neuer Stallneubau mit einem, wie sage ich es, also ein Stallneubau nach Bio-Vorgaben. Wie müsste ein Bio-Wachtelstall aussehen? Da ich mein Futter vor kurzem auf Biofutter umgestellt habe, wäre es natürlich eine interessante Geschichte zu sehen, wie der Ablauf ist, was eine mögliche Zertifizierung betrifft für eine Bio-Wachtelhaltung, um möglicherweise auch Bio-Eier vermarkten zu können. Dafür braucht es einen komplett neuen Stall, einen Stall nach Bio-Vorschrift. Ist nicht einfach mal so in der Form zu bauen, wie ich diese Stelle habe, sondern da braucht es schon ein bisschen mehr. Und damit sich das lohnt, wäre natürlich ein größer dimensionierter Stallbau möglich für ja vielleicht 100 oder 200 Wachteln, die dann nach Bio-Vorschriften leben. Daran würde ich euch natürlich dann auch teilhaben lassen, sprich an den Planungen, an dem Stallbau selber.
Und natürlich an diesem Prozess hinterher, um diese Biozertifizierung hinzubekommen. Das sind die Ziele, die definiert sind. Und ja, jetzt ist die Frage, was bekommt ihr dafür? Es gibt auf dieser SteadyHQ-Seite mehrere Pakete, die ich anbiete, Unterstützerpakete, wo ich sage, für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Ich stelle euch jetzt einfach mal hintereinander weg die Pakete vor. Das erste Paket ist das Wachtelfarm Insider Paket. Mit 1,50 Euro im Monat seid ihr dabei. Das Ganze wird über SteadyHQ abgewickelt. Steady zieht sich eine, ja, ich sag mal einen Anteil für die Abwicklung in Höhe von 10% und der Rest kommt nach Abzug von Zahlungskosten bei mir an. Für diesen 1,50 Euro im Monat Unterstützung bekommst du von mir einen monatlichen Newsletter, E-Mail-Newsletter mit Statistiken. Statistiken zum Stand der Wachtelfarm, sprich wie viele Tiere habe ich aktuell. Statistiken mit der Legeleistung und natürlich so den ein oder anderen Gedanken, der aufkommt bei der Wachtelhaltung. Auch Futterkosten, weitere Kosten, die entstehen. Also alles, was hier insgesamt mit der Wachtelfarm zu tun hat. Sicher werde ich mich dazu auch auslassen, was beispielsweise Werbeeinnahmen betrifft. Und ja, das ist für 1,50 Euro dabei. Und zusätzlich, ich habe es fast vergessen, wirst du im nächsten Video, also im Video, das auf deine Unterstützung, auf deine Mitgliedschaft folgt, im Abspann benannt. Paket Nummer 2. Wachtelfarm Partner. Als Wachtelfarm Partner erhältst du für 3 Euro Unterstützung im Monat von mir die Inhalte vom vorhergehenden Paket, sprich den E-Mail-Newsletter und die Nennung im Abspann. Und du bekommst zusätzlich einmal im Jahr zu Weihnachten von mir eine personalisierte, handgeschriebene und unterschriebene Weihnachtskarte. Das Design wird sich ganz sicher um Wachteln drehen. Das ist das Paket Wachtelfarm Partner. Das dritte Paket, Wachtelfarm Freund, beinhaltet alles aus den ersten beiden Paketen, also E-Mail-Newsletter, die Nennung im Abspann und die personalisierte Weihnachtskarte. Dazu bekommst du obendrein für deine 6 Euro Unterstützung im Monat noch einen personalisierten, ein Geburtstagsglückwunsch von mir. Also auch eine Geburtstagskarte mit einem entsprechenden Wachteldesign. Von mir handgeschrieben und unterschrieben mit persönlichen Grüßen zu deinem Geburtstag. Und gern gewünscht, oder wenn es gewünscht ist von dir, rufe ich dich auch zu deinem Geburtstag gern an und gratuliere dir nochmal höchstpersönlich. Das Paket 4, Wachtelfarm Best Buddy, ist schon umfangreicher oder überhaupt umfangreicher. Für deine 12,50 Euro Unterstützung im Monat erhältst du von mir alles, was in den vorherigen Paketen war, sprich der E-Mail-Newsletter, die Nennung im Abspann des nächsten Videos. Du bekommst eine personalisierte Weihnachtskarte, du bekommst eine personalisierte Geburtstagskarte und wenn du denn zu dem Zeitpunkt schon mindestens 6 Monate Best Buddy bist, gibt es noch ein Überraschungspaket von mir, natürlich auch mit Wachtelbezug, im Wert von mindestens 25 Euro, das ich dir gern per Post zukommen lasse und wenn es denn passt, auch gern zu deinem Geburtstag oder zu Weihnachten. Von der Zeit her würde es jetzt sogar fast noch passen, dass du es zu Weihnachten kriegen könntest, wenn du dich zeitnah für diese Mitgliedschaft entscheidest und für diese Unterstützung entscheidest. Da noch eine Besonderheit. Pro 20 Best Buddies verlose ich
einen persönlichen Besuch von mir. Das heißt, wenn 20 Personen, 20 Unterstützer als Best Buddy dabei sind, wird unter diesen 20 ein persönlicher Besuch von mir verlost, auch nach 6 Monaten Zugehörigkeit, zu dem ich das Überraschungspaket höchstpersönlich vorbeibringe und dann gern auch die Kamera mitnehme oder einfach so, wir unterhalten uns über deine Wachteln oder über alle anderen Themen, die dich interessieren. Wenn es 40 Best Buddies werden, dann sind wir bei 2 Besuchen, die verlost werden. Wenn es 60 Best Buddies werden, sind es 3 Besuche, die verlost werden und so weiter und so fort. Also pro 20 wird ein Besuch im Jahr verlost. Das als Best Buddy. Und jetzt kommen wir zum größten Unterstützerpaket. Werde Mitglied der Wachtelfarm-Familie. Du bekommst alles, was in den vorherigen Paketen enthalten war, also den E-Mail-Newsletter. Du bekommst die Weihnachtskarte, du bekommst die Geburtstagskarte, du bekommst das Überraschungspaket. Allerdings mit der Änderung, dass ich dieses Überraschungspaket garantiert persönlich bei dir vorbeibringe. Ja, du hörst richtig, im Paket, Unterstützerpaket Wachtelfarm Familie, Familienmitglied, für 30 Euro pro Monat besuche ich dich einmal im Jahr und bringe dir dein Überraschungspaket mit Wachtelbezug persönlich vorbei. Wir können uns gerne über deine Wachteln unterhalten, aber wir können uns über alles Mögliche unterhalten. Auf Wunsch bringe ich die Kamera mit, mache ein Video, stelle dich und deine Wachterhaltung bei YouTube vor. Ja, und obendrein, der ein oder andere wird es bemerkt haben, die Nennung im nächsten Video hat gefehlt. Nein, es wird nicht nur eine Nennung im nächsten Video geben, sondern als Wachtelfarm-Familienmitglied wirst du im Abspann jedes künftigen Videos als Familienmitglied benannt und gegrüßt. Das ist mein Angebot an euch für eure Unterstützung, um die Ziele, die Zwischenziele zu erreichen auf dem Weg zu einer hauptberuflichen Wachtelfarm, zum hauptberuflichen Führen, Aufbau einer Wachtelfarm oder der Wachtelfarm Hettstedt. Ja, ich weiß, es kostet Geld. Schlussendlich kostet leider alles Geld. Zeit ist Geld. Das ist einfach mal so. Wenn dir aber die Videos gefallen und du die weiterhin kostenlos sehen möchtest, was jetzt nicht heißen soll, dass es das in Zukunft nicht gibt. Wenn du einen Adblocker nutzt und auch sonst im Wachtelshop nicht bestellst, aber dir sagst, hey, unterstützen möchte ich die Wachtelfarm Hettstedt, weil die Videos mir geholfen haben, weil die Videos dazu geführt haben, dass ich mir Wachteln zugelegt habe, dann wäre ich sehr erfreut, wenn du dich für eins der Pakete bei Steady HQ entscheidest und mich mit einem Betrag deiner Wahl regelmäßig monatlich unterstützt. Ja, was natürlich jedem Unterstützer, egal in welcher Form, zusteht meinerseits, ist mein ausdrücklicher Dank. Also ich bedanke mich bei jedem von euch, der die Werbung bei YouTube nicht wegklickt, der keinen Adblocker benutzt. Ich bedanke mich bei jedem von euch, der im Wachtelshop bestellt und meinen Gutscheincode Hettstedt angibt. Und ich bedanke mich jetzt im Voraus schon mal bei jedem, der sich die Seite Steady HQ anschaut, der sich die Vorstellung der Wachtelfarm dort anschaut, sich dafür die Zeit nimmt. Ich danke jedem, der sich die Zeit genommen hat, sich dieses Video anzuschauen. Und ich danke natürlich jedem außerordentlich, der sich dafür entscheidet, eines der Unterstützerpakete bei Steady HQ auszuwählen und mich und die Wachtelfarm Hettstedt und auch damit diesen Kanal und diese Videos zu unterstützen und die Entwicklung voranzubringen. Ja, ich weise darauf hin, wer noch kein Abo dagelassen hat und das gern möchte, mag das bitte gerne tun. Dazu eine kurze Statistik.
Und zwar kann ich bei YouTube eine Auswertung sehen, wie viele der Abonnenten die Glocke aktiviert haben. Und das ist für YouTube-Verhältnisse außerordentlich gut. Der Durchschnitt bei der Glockenaktivierung liegt irgendwo zwischen 20% und 30%. Und laut letztem Stand, den ich gesehen habe, lag ich bei 29,5%. Also schon insgesamt recht gut. Diejenigen von euch, die sogar Benachrichtigungen aktiviert haben, also Push-Nachrichten dann aufs Handy kriegen, liegen so von gar deutlich über dem Durchschnitt von YouTube. Und zwar schwankt das irgendwo zwischen, ich glaube, 10% und 20%. Und da liegen wir hier mit der Wachtelform-Headset bei 23%, deutlich über dem Durchschnitt. Und ja, auch dafür gebührt euch mein Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sehen wir uns in den nächsten paar Monaten oder in diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr. Und vielleicht kriegt der ein oder andere von mir liebe Post zu Weihnachten oder liebe Post zum Geburtstag. Bis zum nächsten Mal.